Leon! Leon, alles klar? Ja. Aber es sieht schlecht aus. Sehr schlecht. Verdammt! Chris, hör mir zu. Du musst zwei Geiseln aus einem Unterwasserölfeld retten. Agent Sherry Birkin und Jake Mueller. Das ist Albert Weskers Sohn. Wesker? Chris, er hat Antikörper für das C-Virus. Verstanden. Ich werd's tun. Gut, danke. Leon, warte. Ich muss dir noch etwas sagen. Ada Wong ist tot. Roger. Sherry und Jake brauchen dich. Lass sie nicht im Stich. Ist alles okay? Finden wir die Überlebenden und dann nichts wie weg hier. Und damit herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 6. Wir befinden uns der Leon-Kampagne. Was zur Hölle machen Sie beide da? Wir müssen evakuieren, los! Kapitel 5. Wir haben Spuren des C-Virus im Gas festgestellt. Es scheint dasselbe Gas wie in Tall Oaks zu sein. Tachi versinkt im Chaos. Wir versuchen es zu kontrollieren, aber Mist! Machen wir, dass wir hier weg. Wir wollen dort nach Evakuierten suchen. Moment. Wir wollen helfen. Jo, und somit das finale Kapitel. Da ist so eine ganz gefährliche Wolke und wir müssen uns, glaube ich, beeilen und ich suche meine Renntasse. Okay, und weil Kapitel 5 und so, haben wir einen neuen Partner an meiner Seite. Und ich begrüße ganz herzlich den Pianist LP und du darfst dich gerne kurz vorstellen. Hallo. Jo, servus, ich bin mal wieder hier mit dabei. Ja, lang, lang ist her. Oh Gott, ach Gott, diese Wolke, ey. Ja, da in das Haus. Oh, wieso rennst du nicht? Oh, ich dachte, schon der erste Fail, ey. Hei, hei, hei. Noch leben wir. Ja, noch. Guck mal, die sehen schlimmer aus. Auf jeden Fall. Die Wolke, also die müssen wir tunlichst vermeiden. Das geht jetzt wirklich ein bisschen mehr um Zeitdruck und so, aber trotzdem will ich mich hier ein bisschen umgucken. Wie sieht's denn aus? Jetzt sollten wir vielleicht doch mal hoch. Ach Gott, ja. Okay, ja, ich komme. Da kommt ja die Scheißwolke auch. Scheiße. Nein, okay. Nein, Leon, nein, das geht ja scheiße los. Ich hab allein gedacht, weiter. Oh Gott, sieht der hässlich aus. Ja, Leute, das ist der Fail der ersten Minute, so muss das sein. Nein. Okay. Ja, ich wusste nicht, dass die Wolke nochmal durch das Haus kommt, auch wenn zu ist und so, aber okay, wir müssen uns echt sparen. Okay, der Checkpoint ist echt schwer. Ja, du kannst gern ein bisschen was von dir erzählen, damit die Leute dich einschätzen können. Und weil du bist ja noch nicht so oft bei mir gewesen. Und ich werde den Leuten auch gern ein bisschen dich in Erinnerung rufen dann. Aber erzähl erst mal ein bisschen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich erzählen soll. Ja, ich habe jetzt gedacht, so ein bisschen von deinem LPL-Kanal, so was du machst und so. Ach so, ja. Ach so, von meinem YouTube-Kanal meinst du? Von genau, genau. Unbedeutenden kleinen. Ach komm, so klein bist du auch nicht. Ja, ich spiele ja meistens zurzeit World of Warcraft oder... Genau. Zum Beispiel... Ah, Tommy. Auch Grandia. Grandia, ah, schön, schön. Wo ich mich kaum drauf konzentrieren kann gerade. Oh mein Gott. Ja. Und wir haben ja eh keine Zeit, ne? Wir können uns eigentlich gar nicht mit diesen Lumpis hier aus. Ich glaube, wir müssen da versuchen. Ah, ja, ja. Ja, komm, versuchen zum Aufzug zu kommen. Das ist. Genau, das ist, glaube ich. Ja, das, ja, ja. Das ist, glaube ich, ein wenig besser. Das ist nur eine Zeitverschwendung. Genau. Oh ja, und so. Das sieht nach Flucht aus. Eieiei. Dem kann man nicht mehr helfen. Okay. Oh Gott, aber bitte flieh und fahr nicht du Auto. Bitte nicht.
Okay. Dieser Nebel. Nebel des Todes. So, durch den Nebel bin ich noch nie gestorben. Vermutlich von der Rakete. Ja, ich wollte das nur den Zuschauern nur mal zeigen, wie das aussieht, ne? Dass die Hauptcharaktere dadurch auch sterben können. Ja, und zwar richtig eklig. Ah, das ist jetzt gut gemacht hier. Fahrt durch den Nebel. Was? Aber Echo Team ist noch da! Sie brauchen uns! Jetzt sind sie natürlich nicht mehr so aggressiv. Nö, jetzt stehen sie einfach nur rum, ne? Ja. Er hat schon was Gruseliges, finde ich, jetzt diese Fahrt. Du sitzt hinten, ne? Ja, genau. Cool. Sitzt kann hinten drin. Vielleicht... Sie wollen uns umzingeln, wir müssen los! Ich mach's nicht an! Genau, immer drüber fahren. Hä? Sitzt sie wirklich hinten drin? Ich sitze sitz irgendwie neben mir. Ich sitze am Beifahrersitz eigentlich. Okay. Nee, du sitzt schon vorne, aber ich... Ach so. Ich kann mich selbst sehen, sagen wir mal so. Ah, okay. Ich hab die Ego-Sicht gesehen. Du schreit nur so rum, ey. Voll der Emo, ne? Oh. Ach, da kommt mal einer. Tja, für den kommt auch jede Hilfe zu spät. Oh Mann, was für unglaublich viele Tote. Und es nimmt kein Ende mehr. Ja. Ah, jetzt sind wir doch draußen. Der Turm ist gleich da vorne. Machen Sie beide weiter. Ja, ein Glück. Stell mal vor, wenn nicht, wären wir im Auto gefangen. Ja. Passen Sie auf sich auf. Okay, was können wir hier machen? Ah, ich helfe dir. Drüber springen? Oder? Kommen! Ist jemand da? Ah ja. Okay, das ist soweit einfach. So, mal sehen, wie es jetzt weitergeht, ne? Genau. Wenn ich mich nicht irre, kommt auch bald diese Intro-Sequenz, die wir ganz, ganz, ganz am Anfang gesehen haben. Stimmt, die kommt jetzt bald. Jetzt muss ich nur mal wissen, wie wechselt man nochmal Waffen? Steuerkreuz. Kann man so schnell wechseln. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Sonntagsfahrer. Oh. Aua. Ja. Ihm wurde explosiv geliefert. Aber hey, wir leben noch und die Frisur sitzt. Auf jeden Fall, immer. Genau, das ist das, was wir am Anfang gesehen haben. Jetzt aber mal richtig. Ja, jetzt muss ich dir ja quasi helfen, jetzt bist du eh tatenlos, deswegen kannst du mal erzählen. Resident Evil 6, deine Eindrücke. Also meine Eindrücke waren, ist ein gutes Spiel, aber ich finde die alten Teile doch besser. Sagen wir mal so. Geht ja den meisten so. Leon, das ist... Aber das Leon, Elena Kapitel fand ich von allen eigentlich am besten. Das was? Also das Kapitel, was wir jetzt machen. Ah, okay. Leon und ja. Elena. Immerhin Zombies, ne? Ah, was will denn der von mir? Und so, tschüss. Ich glaube, können wir da rein? Ja. Na, heb mal auf. Also Resi 6 hast du schon mal gespielt, nur dass die Zuschauer auch wissen, ne? Das ist kein Blind jetzt für dich. Nee, der ist auf jeden Fall nicht. Okay. Bloß etwas aus der Übung. Ja, wie ich. Ich bin ja dauerhaft aus der Übung. Auch wenn ich es gerade gestern gespielt hätte. Ah ja, ich habe alle Waffen, sagen wir mal so. Ich habe gedacht, jetzt habe ich vielleicht echt nur eine Waffe, aber es sind noch alle da. So. Leidenswert. Ja, übrigens, Leute, das Spiel hat natürlich auch unter den Festplattencrash gelitten. Das heißt, es musste ich nachspielen. Hat jetzt aber eigentlich keinen großen Unterschied für euch. Im Grunde gar keinen. Ja.
wollte ich nur nochmal erwähnt haben, dass ich das nachspielen musste im Livestream. Ihr könnt es nachsehen auf Twitch. So, mit dem Typ können wir nichts mehr machen. Ja, und der ist hinüber. Ja, mal weiter gucken. Ja, ihr wisst noch, im Intro, da musste ich Helena die ganze Zeit festhalten und so. Jetzt kommt's durch. Jetzt ist er selbst aktiv. Oh, da ist der damals erste Zombie. Na komm. Ach, da kommt auch noch einer. Genau, Leon, so macht man das. Sehr schön. Na, Nahkampf. Wird das mal was? Na, endlich. Okay, ja, ich bin ziemlich übersättigt mit Munition und Heilung. Wie man sieht. Oh, ganz schön viele Tritte, ey. Sind wir da? Das kann ich auch noch mitnehmen. Genau. Ganz langsam aufmachen, ganz ruhig. Ja, ja, wie eine Pussy. Mach ich immer. Oh, hi. Oh Gott! Das ist ein Witz, oder? Oh! Ich wechsle mal die Waffe. Ich wechsle mal die Waffe. Gottes! Das ist ja. Oh, das ist wirklich so schlimm. Okay, da habe ich keine Muni mehr mit der Waffe. Toll. Oh, nee, wir kommen da nach. Oh Gott, die Waffe hatte nur 3 Schuss. Kannst auch übertreiben, auf so engem Raum. Da kommt noch einer. No. So. Ah, komm, bleib liegen. Der steht nochmal auf. Ich glaub's ja nicht. So, wir lassen davon eine Menge. Dann sammeln wir mal alles ein. Wow! Hey, was ist denn jetzt los? Ey, der hatte mal einen Kopf. Ist weg hier, ey. So, sehr unmöglich. Genau, hol mal ab. Aber sehr interessante Erkenntnisse, die man am Anfang des Kapitels erfahren hat. Es gibt einen Sohn von Wesker, erstmal das, und dann Ada Wong soll tot sein. Wen haben wir dann im Helikopter gesehen? Alles sehr mysteriös. Hannigan, kommen wir hier zum Turm? Ist auch eine sehr verwirrende Geschichte. Oh ja. So richtig Sinn macht sie natürlich erst, wenn wir alles geschafft haben. Okay, ich glaube, bei den Zombies. Ja, bringt's eigentlich nichts, bringt's eigentlich. So gut wie möglich nur durchbrettern. Glaub ich. Wo geht's denn jetzt weiter? Eigentlich müsste der Weg frei werden. Okay, vielleicht müssen wir doch die Zombies killen, damit er frei wird, ich weiß nicht mehr. Wahrscheinlich, da hinten war da noch einer. Nee. Aha. Ah, jetzt geht's weiter. Zombies machen den Weg frei. Danke. Ohne ihn wären wir niemals vorne gekommen. Aber es. Ich finde das immer geil, wenn man so viel zum Gucken hat. Ja, jetzt. Ich glaube, jetzt müssen wir rennen. Oh Gott. Quicktime? Oh Gott. Ich glaube, nee, einfach nur rennen mit X. Einfach nur rennen. Ja. Okay. Go, go, go. Oh Gott. Das sieht so krass aus. Ich sterb so einen Scheiß. Helena! Ja? Bleib dich bei mir. Ja, ja. Ich mach's wieder spannend. Wow, wow, wow. Aber jetzt überholst du mich fast. Halt, ich muss mal sehr geschafft haben. Genau die Szene kennen wir aus dem Intro noch. Oh, schnell hoch. Oh, Mann, oh Mann. Was ist wieder vor mir? Okay. Yay. So. Ei. Na, ich hab natürlich noch einen Anhängsel. Oh Gott. Fast nicht geschafft. Oh Gott. Ich hasse Quicktimes. Ich glaube, da kommen jetzt noch ein paar mehr. Oh, du hast ja natürlich den richtigen Charakter dafür. Oh, unser Pilot ist tot. Welche Überraschung, Leon darf mal wieder. Also kannst du nicht. Das müssen wir aus unzähligen. Kriegt nicht hoch, alles. Ach, Leon. Oh Gott. Okay, das geht noch. Das kann ich. Oh Gott, ich muss mich ganz auf dich verlassen. Ich glaube, du musst auch gleich was drücken. Also noch muss ich nichts tun. Ja. Noch ein Stück. Oh. Hätte sie ihm mal nicht geholfen. Was soll ich machen? Oh Gott.
Na komm, das muss ich nicht mal machen. Du triffst ja ganz gut. Ja, Glück. Oh, 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 oh nein! Oh Gott, dieser Scheiß. Oh, das ist immer so knapp. Ungut. Ah, das mit dem Fliegen müssen wir noch lernen. Haben wir ja schon im Flugzeug gesehen. Das kann er einfach nicht. Man macht das immer wieder. Autsch. Oh, das... ja. Oh! Party! Die Bude ist voll. Sieht wie eine Rave-Party aus. Ja, wir wollten nur noch aufs Essen. Wir sind das Hauptgericht. Ja. Es sei denn... Jetzt aber schnell. Ja. Aber es ist immer erstaunlich, okay, wie wir diese Crashs überleben. Wahnsinn, ne? Ja. Dass die alles schaffen. Das jeder andere wird sofort tot. Ach Gott, ey. Wir werden schon so tausendmal tot. Allein wegen den Bissen, die wir bekommen haben und... Ach, ne, gut. Okay, ich kann ja eh kaum was sammeln. Ja, ich auch kaum. Ich muss wirklich sagen, im Livestream habe ich unglaublich viel Zeug eingespart. Also ich, wie ihr seht, ich so viel Heilungssprays, wie ich da habe. Gut, ich könnte mal diese Fernzünder wegschmeißen, die benutze ich eh nicht. Dann hätte ich einen Platz für das rote Kraut, dann könnte ich mir nochmal Heilung machen. Also ist echt schon ein bisschen übertrieben, aber was soll's, komm. Hauen wir's rein. 8-mal Heilung. Gut, und jetzt geht's gleich ein bisschen weiter. Also das Intro von damals hat natürlich aufgehört, wenn's spannend wird, aber diesmal oh nicht. Oh Gott, gleich in die Action rein, nein. Natürlich. Oh, hoffentlich packen wir das. Ach, das schaffen wir schon. Ich meine, der gute Simmons ist dir bestimmt noch ein Begriff. Oh ja. Ja. Ein Albtraum. Wir haben ihn ja eigentlich schon, ich glaube, 2-mal besiegt im Grunde, aber naja. Ab wann? Ja, dann müssen wir mal runter, ne? Ich habe euch Boss Recycling gesprochen. Ich meine, Simmons ist auch sehr wandlungsfähig. Was war er vorhin? So ein Wildtier, so ein, wie so ein Wolf war unterwegs beim Zug. Schauen wir doch mal, was er noch so auf dem Kasten hat. Noch nicht genug? Ich hoffe, Sie haben Freunde im Jenseits. Hier wird Sie niemand vermissen. Cooler Spruch, Leon. So, und jetzt geht's wieder los, Leute. Bossfight Nummer, was weiß ich wie viel. Und er wird ein bisschen größer. Und größer. Und größer. Oh Gott, ganz schön groß. Es ist jetzt eigentlich so eine Art Tyrannosaurus, wenn ich das so... Ich weiß nicht warum. Aber er ist es halt. So, und ich muss hier verdammt nochmal weg. Okay, also... Soll erstmal fernhalten. Oh Gott, erstmal die Waffe wechseln, ey. Geht ja mal gar nichts. Oh, kein Scharfschützengewehr jetzt, nein. Okay, nehmen wir mal das. Ja, ich hab auch das Scharfschützengewehr. So, mal... Bams, ich glaube, wir haben getroffen. Oh, der wird ja schon klein. Ah ja, und jetzt... Jetzt müssen wir auf ihn drauf, wenn er seine menschliche Form mal kurz erlangt. Komm, renn, Helena, renn! Und jetzt wird er zermöbelt hier! Jetzt kriegt er alles drauf!
die ganze Scheiße, die er uns eingebrockt hat. So, oh, jetzt wieder weg. Ja. Man muss erstmal die richtige Waffe finden. Er hat ja so ein, wie soll ich sagen, so ein Auge da in seinem, bei seinem Schreihals ist auch ja ein Auge. Und das muss, das ist seine Schwachstelle, wenn er das öffnet in seinem Maul. Oh, hier sind doch auch, ah ja, hier sind auch die Kanister, genau. Genau, die explosiven Fässer, die auch zum Vorteil machen. Mhm. Ada Wong hilft uns auch ordentlich. Vom Helikopter aus, da hat jetzt dieses Auge, aber jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst, deswegen renne ich weg. Oh ja, da hatte ich auch immer Angst. Wenn so auf einen zugerannt ist, da muss man ganz genau treffen. So, und da gibt es natürlich wieder einen Haufen Zeug hier an den Kisten, aber der mach ist gerade ein bisschen auf mich scharf. Ja. Okay, erster Kontrollpunkt. Ah, genau. Wir kriegen jetzt noch ein bisschen Backup. Ja, Mensch, halt die Fresse. Aber jetzt dürfen wir, glaube ich, beide schießen. Genau. Immer aufs Auge zielen. Ist ja nicht klein. Aber auch die Waffe kann, glaube ich, überladen, wenn man es übertreibt. Oder? Ich weiß nicht. Oh, das ist aber gar nicht so leicht. Ey. Wow, ja. In der Fahrt ist es natürlich ein bisschen wackelig. Ach ja, der wirft auch noch Autos. So. Muss wohl aufpassen. Da kommt er. Oh, komm, mach den. Oh, mach das Maul auf, da haben wir ihn erwischt. Sehr schön. Und weg. Hey, läuft gut. Und noch eine Runde. Hey, macht ja so Spaß. Wie in der Gasse fahren. Was ist denn jetzt los? Oh. Ah ja, jetzt hat er uns. Nein. Nicht sterben, nein. Hä, warum? Was ist passiert? Also erwischt hat er uns eigentlich nicht. Naja. Boah, das ist so schnell. Ah, wir leben noch. Okay, wir leben ja noch. Nur das Auto ist am Marsch. Alles gut. Das ist oh, in Scheiße. Ordnung. Na komm, hat er dich? Bleib dort stehen. Ja, jetzt sehr schön. Erwischt. Oh, er wird klein. Komm her. Voll ins Gesicht. Oh yeah. Machen fertig! Aufruf! Die Helle da war ganz anders hier. Das ist dafür, dass du Deborah so missgebraucht hast. Jetzt sollen wir wieder weg. Boah. Und noch eine Runde. Hey, es macht ja so Spaß. Boah. Aber wie viel Fleisch aus einem so kleinen Körper rauskommen kann, ey, das ist unglaublich. Ja, was ein Virus alles, das ist überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, ganz ehrlich. Jetzt haben wir also, gar keine. Ich verstehe nicht, warum. Aber mal ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum Capcom auf so einem Gigantos-Masse abspielen musste. Ich hatte jetzt nur mal zum Beispiel genommen, bei Resident Evil 1, 2, bei einem menschengroßen Tyrant, hatte ich größere Angst wie vor dem Ding. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich werde es nie verstehen. Naja. Das können wir doch hier auch. Ah, nee, du bist jetzt da hinten, oder? Ah, da hinten steht nichts rum. Doch, da steht was. Komm, bleib stehen. Dann müssen wir ein bisschen in die Mitte kommen. Da ist noch ein Fass. Oh. Ich sollte mit abhauen. Oh je. Ja, da hinten steht auch noch eins. Oh, was macht der jetzt? Oh. Oh ne. Explodiert es nicht auch? Nimmt das große Auto? Nee. Nimmt das nicht. Okay. Das hat er kaputt gemacht. Hopp, jetzt komm mal her, du fettes Vieh. Da ist nämlich. Ja, komm noch ein bisschen näher. Ja. Getroffen, würde ich sagen. Ja. Yay! Das läuft ja wie geschmiert hier. So, wer darf ihn diesmal zermöbeln? Mal gucken. Alle drauf. Ja, ich darf mal wieder töten. Aggression hier abbauen. Sehr schön. Noch eine Runde? Jetzt will er wieder eine Runde. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Ich hasse das, ey. So in die Länge gezogen, wie du bist. Nee, das wird nichts. Sprengstoff. Eigentlich hätte ich der Schwanz von dem jetzt erwischen müssen, aber okay. Da hinten wäre noch ein Fass, wenn er zu mir kommen würde. Hallo, hier bin ich. Lass den Truck in Ruhe. Oh, was macht er denn? Ich hab jetzt gar nichts gemacht. Hast du gerade was zu explodieren gebraucht? Nö, ich hab geschossen, aber... Ah, jetzt passiert was, oder? Nee, doch nicht. Oder doch? Oh, bitte stirb einfach, ey. Oh, das war's schon.
Es reicht auch. Hatte ich irgendwie schwieriger in Erinnerung. Ich auch. Gut, wir sind ja auch zu zweit jetzt. Ach, ey, da. Gerade noch geglaubt, es wäre tot und jetzt ist schon wieder da. Sie fliegt aufs Dach. Hoffentlich funktioniert der Aufzug. Was ist? Ach, nichts. Los geht's. Leonard, Liebeskummer. Hm. Ja, Freunde. Ab aufs Dach heißt es, aber das erfahren wir erst im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil 6. Bis dann. Tschüss.